Ethik, das ist ein Allerweltswort. Könnte man meinen, denn wenn man mal genauer hinguckt, gibt es einige begriffliche Unterschiede. Zum Beispiel den zwischen normativer und deskriptiver Ethik. Und in dem Zusammenhang muss man dann auch noch von Metaethik sprechen. Was das alles genau ist, darum geht's in diesem Video. Ganz grundsätzlich ist Ethik ein Teilbereich der Philosophie, der sich mit menschlichem Handeln beschäftigt. Der Gegenstand der Ethik ist die Moral, genauso wie etwa die Chemie Eigenschaften von Stoffen zum Gegenstand hat oder die Neurowissenschaften Nervensysteme. Bei diesem Beispiel gibt es ganz verschiedene Perspektiven, etwa medizinisch, psychologisch, biologisch oder sogar informatisch. Auf welche Weise beschäftigt sich Ethik aber nun mit Moral? Wir kennen drei Ansätze: den der normativen Ethik, der deskriptiven Ethik und der Metaethik. Normative Ethik fragt nach der richtigen Moral, also welche Handlungen richtig oder falsch sind. Sie setzt sich damit selbst in ein Verhältnis zu bestehenden moralischen Systemen, also beispielsweise den Moralvorstellungen von Religionen oder Kulturen. Ein Land, in dem die Todesstrafe üblich ist, gestattet das Töten. Zumindest unter Umständen, das ist per Gesetz festgelegt. Eine normative Ethik kann sich dazu positionieren und dagegenhalten. Töten ist grundsätzlich falsches Verhalten, ohne Ausnahmen. Sie versucht, diese eigenen Wertvorstellungen auch zu begründen. In diesem Fall beispielsweise mit dem Argument, dass sich die Handlung des Tötens nicht rückgängig machen lässt. Anders dagegen die deskriptive Ethik. Wie der Begriff schon zeigt, die deskriptive Ethik beschreibt moralische Systeme bloß, eben ohne sie selbst zu bewerten. Sie bildet Aussagen darüber, welche Urteile ein moralisches System bildet und mit welcher Begründung. Also beispielsweise so: Vegetarier beurteilen als moralisch gutes Handeln, keine Tiere zu essen, weil sie nicht möchten, dass Tiere extra für ihre Ernährung getötet werden. Tiere zu essen ist also die moralisch falsch bewertete Handlung und denn sie werden extra für diesen Zweck getötet, die Begründung. Das stellt die deskriptive Ethik schlichtweg fest, ohne selbst Stellung zu dieser Haltung zu beziehen. Als drittes Verfahren, wie sich die Ethik der Moral zuwenden kann, gibt es die Metaethik. Anstatt moralische Aussagen bloß zu beschreiben, fragt sie danach, wie die Werturteile eines moralischen Systems zustande kommen. Wir haben hier im Gegensatz zur deskriptiven Ethik eine übergeordnete Ebene der Beschreibung. Die deskriptive Ethik würde sagen, die Personengruppe A ist überzeugt, dass Foltern unter den Umständen XY legitim ist. Die Metaethik dagegen sagt in diesem Fall eher, wenn Kinder autoritär erzogen werden, haben sie statistisch häufig die Überzeugung, dass Foltern unter Umständen legitim ist. Das ist für die Metaethik das Entscheidende. Wie entsteht das Werturteil? Und nicht, was ist der Inhalt der moralischen Vorstellung? In diesem Fall eben zum Thema Foltern. Wir sehen also, Ethik kann auf drei verschiedene Weisen Moral zum Gegenstand haben. Die normative Ethik bewertet bestehende und entwirft eigene Moralsysteme, die deskriptive Ethik beschreibt bestehende Moralvorstellungen und die Metaethik fragt danach, wie eine Moral jeweils entsteht.